Hallo zusammen. Hallo zusammen. Da ich gerade immer wieder im Auto sitze und unterwegs bin, meine Tochter abzuholen, dachte ich mir, kann ich die Zeit auch mal wieder ganz gut nutzen, um mal wieder so ein paar Dinge zu erzählen oder ein paar Dinge zu reden, die mir so regelmäßig in den Kopf gehen. Unter anderem jetzt auch so mal wieder ein bisschen Fazit zu geben zu meinen Erfahrungen mit elektrischem Autofahren. Hierzu vielleicht mal vorweg, ich habe jetzt mittlerweile 5200 Kilometer knapp mit dem Hybriden hinter mir. Ich muss sagen, dass ich immer noch extrem zufrieden bin. Das Auto macht exakt das, was es soll. Es fährt, es ist billig im Unterhalt. Es macht wahnsinnig viel Spaß zu fahren. Ich genieße die Ruhe hier drin wie sonst was. Es ist halt deutlich mehr Komfort oder Lebensqualität wie vorher mit dem Verbrenner, muss ich ganz klipp und klar sagen. Ich habe jetzt in den knapp 5200 Kilometern, also es ist im Moment 5100 und irgendwas, nagelt mich nicht genau darauf fest, habe ich insgesamt, ja, glaube knapp 70 Liter Benzin verbraucht. Ja, ich habe das die Tage nochmal ausgerechnet, dann komme ich auf einen Gesamtverbrauch von knapp 1,4 Litern, wenn ich das auf 100 Kilometer regulär rechnen würde. Was natürlich daran liegt, dass ich primär die meiste Zeit wirklich rein elektrisch fahre. Im Hybridmodus oder wenn ich halt natürlich mit dem Verbrenner fahre, braucht er natürlich deutlich mehr, ist klar. Aber es fällt einfach bei meinem Fahrprofil, wie es ist, mit den normalen 50 Kilometer am Tag maximal, einfach nicht ins Gewicht. Also es sind, wie gesagt, halt, ne, viele Tage, wo ich entweder schon mal auch gar nicht fahren muss oder weniger fahren muss als 50 Kilometer. Und dann hält der Akku auch mal gut und gerne dann 3 Tage. Dann gibt es eben andere Tage, wo ich dann eben ein bisschen mehr fahren muss. Heute zum Beispiel wieder, ist jetzt halt wieder eine Strecke von insgesamt 100 Kilometern hin und zurück insgesamt. Knapp 100 und da muss natürlich der Verbrenner gleich wieder ein bisschen was tun, aber ich hatte ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, dass auf dieser Strecke zum Beispiel ich halt immer noch von den ungefähr 95, 96 Kilometern, die es wirklich sind, es immer noch schaffe, ganze 70 Kilometer rein elektrisch zu fahren, 20 Kilometer eben durch Rekuperation, die ich zurückgewinnen kann während der Fahrt und nur schlappe 30 Kilometer oder 25, 30 Kilometer, die wirklich der Verbrenner dann arbeiten muss und was tut. Das ist ja schon eine ganz gute Rechnung und wenn ich jetzt überlege, halt, dass ich für den Strom im Grunde zu Hause nichts bezahle oder zumindest fürs Laden nicht bezahle, was einfach darauf zurückzuführen ist, dass ich durch die höhere Stromabnahmemenge, die ich jetzt eben durch den Hybriden habe, bei meinem Stromanbieter relativ gut einen neuen Tarif bekommen konnte mit nur noch halber Grundgebühr und geringerer Preis pro Kilowattstunde. Sind jetzt nur noch 22 Cent statt vorher irgendwie 25, irgendwas oder knapp 26. Damit ist es natürlich ganz gut, ich spare im Monat halt 46 Euro zu Hause an Strom ein. Also zu Hause heißt für mich private Räumlichkeiten plus Büroräumlichkeiten. Das heißt, der Strom, die Stromabnahmemenge war natürlich vorher schon, ich sag mal, höher wie bei den meisten Leuten wahrscheinlich. Alleine, weil wir eben auch einen Server betreiben müssen und so weiter, der zieht natürlich ganz gut. Aber nichtsdestotrotz zahle ich jetzt im Monat halt 46 Euro insgesamt an Strom weniger wie vorher. Und habe mein Auto aber schon geladen. Und das ist natürlich eine ganz gute Sache. Das heißt, das sind im Jahr ein paar hundert Euro, die ich halt mal eben mehr oder weniger geschenkt kriege dafür, dass ich elektrisch fahre. Das ist ein ganz guter Deal. Und ich kann am Ende auch nur jedem raten, der sich halt ein Auto holt, was elektrisch fährt, was zu Hause primär geladen werden soll, redet mit eurem Stromanbieter und macht euch schlau, ob es bessere Tarife gibt. Ja, sagt denen ganz klipp und klar, ihr habt jetzt im Moment den Stromverbrauch im Jahr, so und so viel Kilowattstunden. Und dazu kommen jetzt zunächst dann halt noch geschätzt so und so viel Kilowattstunden dazu, durch den Mehrverbrauch durchs E-Auto-Laden. Wie es denn aussieht, gibt es da bessere Tarife für. Und im Regelfall werdet ihr die kriegen. Wenn nicht, vergleicht halt bei anderen bei anderen Anbietern, redet mit denen und fragt, ob die dann nicht vielleicht dann eben entsprechend was Besseres haben. Ja, also wie gesagt, wenn man fragt, kriegt man auch oft Antworten. Wenn man es nicht erst versucht, dann passiert da natürlich auch nichts. Und selbst wenn dann halt, sagen wir mal, die Kilowattstunde nur 1 oder 2 Cent günstiger wird, ja, es läppert sich trotzdem halt. Also ihr spart halt trotzdem Geld. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich halt doch ein ganz gutes Ersparnis dadurch habe. Und das bisschen Geld, was ich jetzt eben, sag ich mal, für die 70 Liter Kraftstoff aufbringen musste, jetzt in der Zeit von 5200 Kilometern knapp, das ist halt ein Scherz. Ja. Also das ist halt lange mit abgedeckt und ich bin immer noch gut im Plus. Da ist mir gerade irgendwas auf die Scheibe gefallen. Naja, nichts Wichtiges von einem Baum kommt. Also das mal zu diesen Aspekten. Ja. Ansonsten halt
kann auch nur raten, wenn man elektrisch fährt, das würde ich sowieso grundsätzlich raten beim Autofahren, fahrt sehr, sehr vorausschauend. Ja. Das ist beim E-Auto noch interessanter, weil ihr halt eben, weiß ich nicht, durch, wenn ihr seht, die Ampel vorne wird rot und hinter mir ist keiner, den ich jetzt groß behindere, dann lasse ich mich auf die Ampel zurollen und gehe dann nicht komplett in die Eisen. So kann ich halt deutlich länger rein Rekuperation nutzen und eben nicht direkt die Bremsen anlegen. Beim reinen E-Auto ist das, glaube ich, nicht ganz so entscheidend, weil das ja eh sowieso deutlich stärker über die Rekuperation bremst. Aber beim Plug-in-Hybriden ist natürlich die Ladeleistung doch begrenzt, weil der Akku einfach kleiner ist. Das Ding kann mit weniger Energie in den Akku reinschreiben oder reinspeichern. Dementsprechend kann man nicht immer die hundertprozentige Rekuperationsleistung da wahrscheinlich zunutze machen. Weil ich es jetzt wirklich auch schlecht sagen kann, wie stark es wirklich bei dem Fahrzeug ist. Man sieht es halt nicht exakt. Aber trotzdem, wenn ich mich halt dann eben auf die Ampel zurollen lasse, dann spare ich halt das Bremsen und dementsprechend halt auch wieder mehr Energierückgewinnung. Das lohnt sich definitiv. Man sollte es vielleicht nicht übertreiben, damit man den nachfolgenden Verkehr nicht völlig auf die Nerven geht damit. Aber ich sag mal, solange die Leute halt ausreichend Abstand noch hinten haben und jetzt nicht dann halt, wenn man Gefahr läuft, dass man die Leute da völlig ausbremst, wenn man auf die Ampel zurollt, sehe ich da jetzt eigentlich kein Problem drin. Ja, genauso dann eben spart man sich natürlich dann, je nachdem, wenn man auf die Ampel zurollt, die rot ist und sie dann vielleicht doch noch umschlägt auf grün, bis man da ist, dann muss man gar nicht ganz bis in Stillstand kommen. Es spart natürlich immer Kraftstoff oder eben auch Energie. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, denke ich. Und wie gesagt, wenn man allgemein ein bisschen vorausschauender fährt, das tut sowieso nicht weh im Straßenverkehr, das ist immer empfehlenswert. Spart irgendwelche Vollbremsungen oder sonst was, die unnötig sind. Ein anderes Thema, wo ich noch mal ein bisschen was zu erzählen wollte, weil es mir jetzt mehrfach selber passiert ist, dass ich es mehrfach gesehen habe. Das ist halt wirklich, dass vermehrt auch irgendwie es auftritt, dass viele Leute, gerade Fußgänger, Radfahrer, völlig geistesabwesend sind im Verkehr. Autofahrer auch, komme ich gerne auch nochmal zu. Aber gerade Straßen, also gerade Fahrradfahrer und Fußgänger, sehe ich halt leider oft Dinge, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen, die, ich weiß nicht, wo mit ihren Gedanken sind. Ja, ich meine, die laufen einfach blind über den Zebrastreifen. Natürlich haben sie da Vorrang, das mal ganz vorweg. Aber ich gucke doch trotzdem sicherheitshalber mal nach links oder rechts, ob vielleicht doch ein Auto kommt, was mich übersehen haben könnte. Also auch wenn ich selber darüber gehe. Einfach nur aus dem Grund, dass ich weiß, dass ich im Zweifelsfall verliere, wenn mich ein Autofahrer übersieht. Da habe ich da überhaupt keine Chance. So, und als Autofahrer habe ich ja auch nur, ich sag mal, dann die Chance überhaupt zu erkennen oder zu erahnen, dass ein Fußgänger einen Fußgänger überqueren möchte, wenn er da hinkommt und auch geradewegs auf den Fußgängerüberweg zugeht. Aber es gibt Leute, die schaffen das ja dann, einfach parallel zur Fahrbahn quasi zu gehen und sich dann ruckartig auf der Stelle umzudrehen und links oder rechts, je nachdem, wo es halt ist, auf den Zebrastreifen zu laufen. In dem Moment kann man das nicht erahnen, beim besten Willen nicht. Also auch wenn man dann schon rücksichtsvoll fährt oder vernünftig fährt und auch schon von vornherein vom Gas geht und ein bisschen aufmerksam guckt an einem Fußgängerüberweg, aber trotzdem kann ich nicht raten oder erahnen, dass der werte Herr, die werte Dame jetzt in dem Moment vorhat, dann schlagartig sich auf der Stelle umzudrehen und loszurennen. Alles schon mehrfach erlebt und ich wundere mich immer wieder über diese Leute. Ja. Toll finde ich auch Radfahrer, die dann halt völlig unvermittelt mit voller Geschwindigkeit, ohne zu gucken, ganz selbstverständlich über den Fußgängerüberweg drüber brettern und einen dann noch schief angucken, wenn man dann im letzten Moment noch bremst, damit man den Kerl nicht überfährt. Also das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Und dann wird man auch noch böse angeguckt. Ich meine, ich habe weder gehupt noch sonst irgendwas. Ich habe einfach nur gebremst, was natürlich dann ein bisschen heftiger war. Und auch noch nicht so heftig, sage ich mal, dass jetzt mein Notbremse, also meine Bremsassistent hier eingeschritten hätte oder eingeschritten wäre. Sondern ich habe selber noch das natürlich rechtzeitig gesehen und gebremst. Und trotzdem wird man auf einmal schief angeguckt. Also ich meine, erstmal muss den Leuten doch bewusst werden, dass es ein Fußgängerüberweg ist. Das heißt, wenn ich hier das Vorrecht haben möchte, dann muss ich vom Fahrrad absteigen und das Rad rüberschieben. Und selbst dann sollte ich aus eigener Vernunft vielleicht vorher noch mal links, rechts gucken, ob da gerade ein Auto kommt. Ja, weil ich kann nicht immer davon ausgehen, dass mich jeder Fahrer sieht. Es gibt auch genug Autofahrer, die bei der Fahrt eben nicht nach vorne gucken, sondern, ich weiß es nicht, gerade im Handschubfach rumwühlen,
telefonieren oder sonst irgendwas machen. Ich meine, ich sitze jetzt hier auch und quatsch mit der Kamera, aber ich gucke nach vorne. Ich gucke nicht in die Kamera permanent rein. Ich gucke nach vorne und ich gucke auf meinen Tacho und mein Instrumentendisplay. Jetzt nervt mein Notbremsassistent, mein Parkassistent wieder. Der spinnt komischerweise mal wieder ein bisschen rum aktuell. Ich weiß nicht, mal wieder irgendwie, ob er dreckig geworden ist oder ob ihn irgendwas anderes gerade stört. Vielleicht ist ihm auch einfach zu warm. Nein, aber das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Ja, das sind so Sachen halt, das geht einfach nicht. Ich sitze auch nicht am Steuer und telefoniere dabei die ganze Zeit. Das sind Sachen, die macht man einfach nicht. Ja, wenn ich hier telefonieren muss, es gibt nur mittlerweile echt kaum noch ein Auto, was jetzt moderner ist, was keine Freisprecheinrichtung hat. Das kann mir keiner erzählen. Und selbst wenn, dann gibt es immer noch eigene Systeme, die man sich da kaufen kann. Das kann keine Ausrede mehr sein heutzutage. Die kosten ja auch nichts. So. Ja. Und aber das sind so Punkte, die fallen mir wirklich regelmäßig und immer wieder auf und ich finde sie echt bedenklich. Autofahrer, brauchen wir auch nicht drüber reden. Da gibt es auch sehr, sehr viel Verhalten, was an den Tag gelegt wird, was ich absolut nicht begreifen kann. Sei es das Rechtsfahrgebot auf Autobahnen, was null eingehalten wird. Ja. Da kann ewig viel Platz auf der rechten Spur sein. Die Leute fahren trotzdem in der Mitte und links. Warum? Ja, also wenn ich doch rechts auch bequem über längere Strecken höhere Geschwindigkeit fahren kann, warum soll ich denn dann bitte links oder rechts, links oder in der Mitte fahren? Keine Ahnung. Nötigt halt nur andere Verkehrsteilnehmer dazu, dann eben über teilweise zwei Spuren überholen zu müssen, was totaler Unsinn ist. Weil damit bremse ich vielleicht wieder jemanden aus, der auf der linken Spur überholt, der noch schneller ist. Macht also keinen Sinn. Aber das verstehen die Leute halt auch nicht. Also Rechtsfahrgebot scheint für viele nicht zu gelten und die scheinen auch, wenn überhaupt, der Meinung zu sein, dass das nur für die linke Spur gilt und nicht für die mittlere. Das ist natürlich Bullshit, das gilt natürlich auf allen Spuren. So. Natürlich soll ich auch nicht zwischen jedem LKW mich jedes Mal wieder reinquetschen, jede kleine Lücke und dann direkt wieder rausziehen, dann 3 Meter später. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber da muss man noch ein bisschen Gefühl dafür haben, wann das sinnvoll ist und wann nicht. Aber einfach auf die Autobahn auffahren, direkt durchziehen auf die mittlere Spur, unabhängig davon, was die rechte Spur eigentlich gerade sagt. Oder besser noch die Leute, die wirklich auf die Autobahn draufknallen und dann direkt, ohne zu gucken, 3 Spuren rüberziehen bis nach links. Auch völlig bescheuert, gerade wenn dann in der Mitte oder rechts sowieso eigentlich frei gewesen wäre. Begreife ich auch nicht die Leute. Ja, also das sind Sachen, die gehen in meinen Augen gar nicht. Ja. Dann natürlich überhaupt diese, weiß ich nicht, Hektik, Ungeduld, die auf den Straßen existiert, ich weiß nicht. Im Berufsverkehr natürlich immer besonders schlimm. So, egal ob die Leute jetzt nach Hause wollen oder morgens zur Arbeit, das ist immer das Gleiche. Die Leute hetzen sich wie die Bescheuerten, es kann gar nicht schnell genug gehen. Wenn da irgendwer einen kleinen Fahrfehler macht, weil er irgendwie die Ampel eine Sekunde nicht sieht, weil sie gerade umgeschlagen ist, wird sofort losgehupt wie die Wahnsinnigen. Dafür fahren die Leute dann trotzdem noch, obwohl die Ampel wirklich schon deutlich rot ist, einfach noch volle Suppe drüber, auch wenn sie dann den Querverkehr schon wirklich ins Gehege kommen. Die Leute fahren sowas von schmerzfrei. So Stoppschilder, sonstige Dinge, das brauchen wir gar nicht drüber reden, das kennt sowieso kein Mensch, da wird man schon fast angehupt, wenn man wirklich beim Stoppschild hält. Also das sind auch Sachen, die begreife ich nicht. Und das mit den Tempolimits, das ist ja sowieso nur noch für die meisten Leute, ich sag mal, eine klare Empfehlung, aber nichts, woran man sich irgendwie gebunden fühlen müsste. Also ich sehe es halt immer wieder, ich fahre halt das, was erlaubt ist und tachomäßig dann halt minimals drüber, dann weiß ich, dass das die Geschwindigkeit ist, die man fahren darf. Aber dann weiß ich nicht, dann fährt man laut Tacho 55, was dann wohl so die 50 sein werden in real. Und hinter einem fahren die Leute anderen bis auf die Stoßstange auf, weil ihnen das schon wieder zu langsam ist. Verstehe ich nicht. Ja. Und das ist natürlich mittlerweile auch sehr unterhaltsam, weil ich natürlich, sobald ich jetzt mit dem Hybriden oder mit dem E-Auto, wäre es natürlich noch extremer, vom Gas gehe, dann rekuperiert das Fahrzeug. So, das heißt, es vermindert sofort ein bisschen die Geschwindigkeit. Und das merkt man auch deutlich. Nur dann gehen ja nicht sofort die Bremslichter an. Das ist natürlich dann besonders unterhaltsam, wenn man Leute hinter sich sitzen hat oder direkt im Nacken mehr oder weniger, die meinen, einen bis fast auf die Stoßstange aufzufahren. Und wenn ich jetzt bei der nächsten Gelegenheit ein bisschen vom Gas gehe, weil ich langsam Geschwindigkeit reduzieren muss, dann hängt er mir fast im Kofferraum, weil er nicht damit rechnet, dass ich langsamer werde, weil er die Bremslichter nicht angehen. Da kann man jetzt wieder drüber streiten. Ist das jetzt eigentlich gut so oder nicht? Oder müssten dann doch die Bremslichter angehen? Vielleicht wäre das technisch sogar eine ganz sinnvolle Sache. Ich weiß auch nicht, wie weit das bei manchen Autos schon exakt so ist. Ja, wenn die stärker rekuperieren, dass die Bremslichter angehen, ohne dass man das Bremspedal berührt hat.
Aber andersrum muss ich auch sagen, wenn ich so dicht hinten drauf hänge, dass das dann eben schon gefährlich werden kann, wenn ich hier vorne dann, sage ich mal, von 55 laut Tacho auf knapp unter 50 langsam die Geschwindigkeit reduziere, indem ich einfach nur vom Gas gehe, dann ist der Hintermann definitiv einfach viel, viel, viel zu dicht dran, wenn das dann gefährlich werden kann. Da brauchen wir noch gar nicht diskutieren. Das ist einfach eine scheiß Situation und das sollte man nicht machen. Aber es gibt Leute, die kapieren das nicht. Und das sind auch wieder so Dinge, wo ich sagen muss, ja, verstehe ich nicht. Was gibt sonst noch an lustigen Dingen? Ja, Schulterblick und so weiter, klar, macht auch kein Mensch. Die Leute ziehen einfach raus. Vor mir der BMW gerade auch wieder auf der Autobahn hier. Er zieht einfach raus, ohne zu blinken. Er guckt auch gar nicht erst groß auf die Bahn drauf und direkt links rüber. So. Hätte er nicht 2 Sekunden hinter dem LKW bleiben können, das wäre ja wahrscheinlich schon wieder zu kompliziert gewesen. Ja, verstehe ich dann auch wieder nicht so, Leute. Das ist wieder so ein Quatsch halt. Kann man nichts mit anfangen, so Leute. Ja. Und auch dieses ständige dichte Auffahren auf der Autobahn halt. Wenn die Spuren halt relativ dicht sind, dann nützt es mir nichts, wenn ich den Vordermann noch so auf die Stoßstange fahre und hupe und blinke und was weiß ich was alles. Was bringt's denn? Dann fährt der rechts rüber und hängt hinter dem nächsten Auto, was da ist. Ja. Ich meine, ich fahre jetzt hier gerade über die Deich-Rodenkircher Brücke bei Köln halt. Im Moment ist hier so, ich meine, ich muss eh nur ein kurzes Stück dann eh wieder raus. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, jetzt hier groß links rüber zu fahren, um Gas zu geben. Aber ich sehe halt, dass die mittlere Spur weniger stark befahren ist als die linke Spur. Da sind viel mehr Autos und die knubbeln sich da hintereinander. Warum? Ja? Verstehe ich nicht. Und die fahren nicht wirklich kaum schneller als ich gerade. Und ich kann hier gerade nur 90 fahren, weil ich hinter dem LKW herfahre. Aber hier ist 120 erlaubt, also wahnsinnig viel schneller dürften die Leute hier nicht mal. Aber sie fahren auch gerade, wenn es hochkommt auf der linken Spur, gute 100. Also ungefähr das, was die mittlere Spur halt auch fährt. Trotzdem quetschen sich da alle nach links. Ich meine, sinnvoller wäre es dann vielleicht, dass ein paar mehr Leute sich mal nach rechts sortieren würden, weil hier ist auch mehr Platz wie in der Mitte. Muss man nicht verstehen. Also, das sind Verhaltensweisen, die ich für völlig affig halte. Ja? So, keine Ahnung. Und man sieht es wirklich jeden und wieder jeden Tag. Völlig unglaublich. Ja. Klar, was man auch wieder ein paar Mal erlebt hat. Und ich muss schon dazu sagen, mein Auto hört man von außen. Also auch wenn ich elektrisch fahre, es ist auch bei langsamen Geschwindigkeiten durchaus zu hören. Da ist ja was drin, was Sound nach außen abgibt. Und Reifen abrollen hört man natürlich gewissermaßen auch ab 30 km/h aufwärts sowieso. Aber auch hier erlebe ich es immer wieder, dass Leute an Ampeln oder an anderen Stellen, also auf Parkplätzen oder sonst wo unterwegs sind, dann oftmals mit großen Kopfhörern auf, das Handy in der Hand und quatschen da halt so rein. Die sind mit ihren Gedanken auch überall, aber nicht im Straßenverkehr. Und die sind dann teilweise völlig überrascht, wenn auch einmal hinter ihnen ein Auto ist. Ich meine, ich fahre dann auf dem Parkplatz, wenn derjenige da in der Mitte durchläuft, warum auch immer nicht auf Seite gehen kann, weiß ich ja nicht, dann fahre ich halt langsam hinter demjenigen halt her. Ich hetze den dann auch nicht oder hub den auf Seite, weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Und auf die 2 Minuten kommt es nun mal auch nicht an oder die paar Sekunden, die ich jetzt länger brauche da letzten Endes. Aber Fakt ist, wenn die dann irgendwann doch merken, dass ein Auto hinter sich ist, dann sind sie total erschrocken. Finde ich unheimlich unterhaltsam. Ich glaube, wenn man die Leute dann anhupen würde, würden die wahrscheinlich den Herz-Kreislauf-Kollaps ihres Lebens bekommen oder Herzinfarkt ihres Lebens. Also, aber macht man nicht. Also das ist halt auch verkehrt. Aber trotzdem, also das ist ein Punkt. Und das wird mit E-Autos ja mehr werden, einfach weil die Autos halt insgesamt leiserer sind. Ja, aber selbst der Wagen jetzt hier, auch wenn der im Verbrennermodus fährt, der Motor ist auch schon recht leise. Also man kann also nicht nur sagen, es ist jetzt ein Problem von E-Autos. Ja, das ist einfach ein Problem von allgemein neueren Autos. Die werden einfach leiserer, die sind nicht mehr so laut wie irgendwie, keine Ahnung, da dicke V8 von vor 20 Jahren. Das Thema ist lange durch. So. Und muss man jetzt einfach mal gucken, was da so passiert. Aber ich denke, früher oder später wird da mit Sicherheit der eine oder andere volle Suppe für irgendein Auto laufen. Einfach nur aus eigener Doofheit, wenn man es letzten Endes so sehen möchte. Ja? Weil wenn ich einfach nicht gucke, wo ich hinlaufe und einfach wild über die Straße laufe, irgendwo, das kann einfach nach hinten losgehen. Punkt. Ja? So.
Also ich denke, so dicke Kopfhörer halt wirklich, unter denen man wirklich eigentlich im Grunde auch nichts mehr hört, wenn die Musik laut genug ist, haben in meinen Augen auch im Straßenverkehr oder oft, ne, also egal, ob zum Auto schon sowieso nicht, aber auch wenn ich jetzt mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin, die haben da einfach nichts verloren. Punkt. So. Jetzt gerade mal nebenbei jetzt eben das Navi einstellen, weil den Rest der Strecke muss ich leider immer gucken, wo ich lang muss. So, das war es aber auch schon. Bitte einen Kilometer der Straße folgen. Ja, machen wir auch. Die Reisedauer beträgt 39 Minuten. Auch das, wobei ich das nicht mal glaube, das stimmt nämlich nicht. Ja, aber das sind so Sachen, ganz ehrlich, ich denke wirklich, so große Kopfhörer, in meinen Augen gehören die weg aus dem Straßenverkehr, die gehören gebannt. Dazu gehören aber, glaube ich, auch In-Ohr-Kopfhörer, zumindest auf beiden Seiten gleichzeitig, wenn die dann auch so laut eingestellt sind, dass man eben damit auch um sich herum nichts mehr wahrnimmt. Das ist einfach gefährlich. Da müsste, glaube ich, die Politik wirklich mal einschreiten und sagen, das geht nicht. Es wird über vieles diskutiert, aber über sowas zum Beispiel nicht, raff ich nicht. Ja. Da muss dringend in meinen Augen was passieren. Aber wir werden sehen, was da kommt. Ja. So, aber das sind so Punkte, sage ich mal, die mir jetzt in den letzten Wochen wieder sehr, sehr extrem aufgefallen sind. Immer wieder vorkommen, ja, genau wie der Kamerad vor uns auch gerade. Wir gucken nicht, wir ziehen einfach auf die andere Spur rüber, weil es auf der eigenen Spur gerade nicht schnell genug geht. Und dann fahren wir auch ohne zu blinken wieder auf die andere Spur zurück. Zeitgewinn damit wahrscheinlich gleich null. Warum macht man das? Verstehe ich nicht. Nach 300 Metern an der zweiten Ampel links abbiegen in die Gremberg-Hofener Straße. Wird gemacht. Wird gemacht. Ich hoffe, dass das Navi dazwischen quatschen jetzt nicht ganz so stört. Nee, aber das sind so Sachen einfach. Finde ich grauner, finde ich furchtbar. Können die Leute sich nicht alle im Bitte an der Ampel links abbiegen in die Gremberg-Hofener Straße. Ja, wird ja gemacht. Nee, können die Leute sich alle nicht ein bisschen angewöhnen, wieder ein bisschen ruhiger zu fahren, ein bisschen entspannter zu fahren und den Stress so ein bisschen aus der ganzen Sache rauszunehmen. Die Leute setzen sich doch selber unter Strom und Stress mit so einem Fahrverhalten. Ist einfach so. Ja, sind wir. So. So, ich würde sagen, ich fahre erst noch mal ein Stückchen. Vielleicht melde ich mich zwischendurch noch mal, aber das waren so ein paar Gedankengänge, die ich hier einfach mal loswerden wollte. Wie gesagt, so im Ganzen zur Elektromobilität, das, was ich jetzt an Erfahrung damit gemacht habe, ist top. Also ich werde mit Sicherheit nicht mehr zu einem Verbrenner zurückkehren, also zu einem reinen Verbrenner. Ob ich jetzt hier nach, den Wagen habe ich ja jetzt durch die Leasingzeit noch gut 2 Jahre, ob ich nochmal zurückgehen würde zu einem, also nochmal einen Plug-in-Hybriden nehmen würde, weiß ich noch nicht. Auf der einen Seite passt es mit meinem Fahrprofil tatsächlich sehr gut, so. Hat auch, das auch noch mal kurz erwähnt, natürlich den Vorteil, sage ich mal, dass hier ein kleinerer Akku drin ist, der natürlich dementsprechend weniger energieaufwendig in der Herstellung war, wie jetzt ein größerer Akku. Da kann man jetzt drüber streiten, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander, ob das jetzt am Ende eine Rolle spielt oder nicht, weil dafür muss ja hier zumindest dann trotzdem ein kompletter Verbrennermotor eingebaut werden und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich unterm Strich kein großer Vorteil. Aber Fakt ist halt, für mein Fahrprofil funktioniert es halt sehr gut. Ja, wenn man zu Hause laden kann und mit der reinen E-Reichweite des Autos im normalen Tagesbedarf völlig hinkommt, dann ist das super. Ja, dann ist das eine Top-Sache. Und wenn man dann eben wirklich nur ein- oder zweimal im Monat, wie ich jetzt hier, mal 100 Kilometer Strecke fahren muss, davon schafft man 70 Kilometer dann immer noch elektrisch halt, je nach Auto, dann ist das eine gute Rechnung. So, klar, wenn ich jetzt täglich weit mehr fahren müsste, wäre es für den Arsch. Muss man dann auch so sagen, ne? Weil dann lohnt es sich einfach nicht mehr. Aber das muss man jetzt einfach abwarten, ne? Gucken, aber ich denke mal, das nächste Auto, da tendiere ich dann auch eher zum reinen E-Auto, weil, ich sag mal, das bisschen, was ich jetzt wirklich halt, oder wo ich den Verbrenner noch gebraucht habe, ist so minimalistisch gewesen, dass ich denke, dass diese Fahrten auch natürlich auch ganz nach 600 Metern rechts abbiegen. Ja, da war es wieder. Also diese Strecken sollten dann also auch wirklich bedenkenlos auch rein elektrisch zu schaffen sein. Und die ein, zwei Fahrten im Jahr, die ich dann habe, die dann eben doch deutlich länger sind. Ja gut, da muss ich dann eben alle paar hundert Kilometer mal eine halbe Stunde Pause machen. Aber ganz ehrlich, das mache ich sowieso schon.
vielleicht nicht unbedingt immer eine halbe Stunde, aber ich mache immer Pausen, weil aus dem Alter bin ich nun mal, weiß Gott, auch raus, dass ich irgendwie eine Strecke von, weiß ich nicht, 1000 Kilometern irgendwie durchhetzen müsste. Warum auch? Also ob es jetzt darauf ankommen würde, bei 1000 Kilometern Strecken. Und nach 300 Metern rechts abbiegen in die Raterstraße und sofort wieder rechts abbiegen. Wird gemacht. Also wie gesagt, ob es darauf ankommen würde, da irgendwie dann eine halbe Stunde oder Stunde früher am Ziel zu sein. Mal ehrlich, dafür komme ich dann auch völlig abgehetzt und völlig kaputt an und bin dann erstmal gerädert. Macht doch keinen Sinn. Dann doch lieber eine Pause machen und dann ist doch halt gut. So. Bitte rechts abbiegen in die Raterstraße. Bitte rechts abbiegen auf die B8. Auch das machen wir. So. Ach. So, damit beende ich die Aufnahme hier erstmal. Vielleicht hört man sich dann später nochmal.